Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich habe eine Ergänzung zum Mittwochsvideo. Hat sich erledigt. Ich baue mein Hochbeet selber. Also ich versuche es zumindest. Ich werde stets bemüht sein und ich werde euch auf jeden Fall dann ein Foto mal zeigen. Und ja, wie komme ich jetzt darauf, dass ich es doch selber baue? Ich habe vor kurzem, also wir wollten ja umziehen, meine ganze Familie. Was sich ja jetzt erstmal zerschlagen hat. Und in dem Haus, wo wir in Aussicht hatten, gab es keinen Gang, so wie hier, wo Leo hätte rennen können. Und deswegen hatte ich so den Gedanken, ich könnte ja für Leo anstelle vom Gang so ein richtig schönes, größeres Gehege bauen, dass er dann einfach den ganzen Tag freier rennen kann und dadurch nicht diesen Auslauf braucht, den er jetzt braucht. Ja. Und dadurch bin ich eben auf diese Idee gekommen. Und ich habe jetzt überlegt, eigentlich würde ich ihm gerne schon noch immer diesen Auslaufgang bauen, weil, weiß nicht, irgendwie, ja, man soll da auch mal neue Dinge probieren. Und vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, wo für mich, wo ich der Firma Werder Hämmert Heimwerker werde. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns das nächste Mal und ich trage so einen riesengroßen Heimwerkergürtel. Und bin total der Riesen Heimwerker oder so. Das letzte Mal, als ich diesen Gedanken hatte, ne, Mama, da war es so, dass ich unsere Garderobe gebastelt habe. Und ich sag jetzt mal so, die Garderobe, die ich gebastelt habe, das ist so ein Objekt, da muss man Mutter und oder Vater sein, um das schön zu finden. Ja, so Sachen, wo man sagt, da muss man echt Elternteil sein, um es toll finden zu können. Und diese Garderobe gehört dazu. Jetzt habe ich wieder schon ein ganz schlechtes Gefühl beim Heimwerken, Mami. Ja, ist halt so. Kennen wir irgendwelche Heimwerker, die uns helfen könnten? Cool, also ich habe halt, gut, ich kenne jemanden, der helfen kann. Super. Mega. Da freue ich mich jetzt gerade. Dann versuche ich es doch. Weil alleine will ich mich nicht trauen. Ganz ehrlich, das ist, es ist nicht. Es gibt Dinge, die man probieren kann. Und das ist das Schöne. Die Welt ist voller Dinge, die man probieren sollte. Und mal schauen sollte, ob man irgendwo an was Spaß findet. Und das ist ja das Ding. Das ist was ich jetzt zurzeit gerade mache. Ich suche etwas Neues, was mir Spaß macht. Und ja, ich habe das Kochen wieder entdeckt. Und ich möchte tiefer in die Kochmaterie gehen, als ich es je zuvor war. Nämlich nicht mehr nur kochen, sondern ich möchte auch für mich rausfinden, wie was funktioniert und so. Und diesbezüglich möchte ich einfach neue Wege beschreiten. Und ich finde für mich, der nächste logische Schritt ist auch Gärtnern. Und ich finde es so witzig einfach, weil es ist einfach so schön auch, weil es so ein fortlaufender Prozess ist mitunter. Und zwar erst habe ich wieder angefangen, mehr zu kochen und mich mehr mit dem Kochen und so wieder zu beschäftigen. Und vor allem, ich beschäftige mich jetzt auch damit, eher gesünder zu kochen und ausgewogener. Wird man jetzt nicht glauben, wenn man gerade mein Abendessen bedenkt, aber es ist wirklich so, dass ich es versuche. Und dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich mein Gemüse selber anpflanzen möchte, damit ich nicht so abhängig davon bin, dass meine Mom sagt oder jemand anders für mich zum Einkaufen geht und mir Gemüse mitbringt, sondern dass ich einfach für mich selbst losgehen kann und Sachen holen aus dem Garten. So bin ich darauf gekommen. Und jetzt wiederum, um das zu machen, kann ich jetzt erstmal, kann oder sollte ich oder muss ich jetzt erstmal ein Hochbeet bauen, weil ich buddel nicht im Boden um, nicht bei unserem Boden. Ey, wenn ihr wüsstet, unser Boden sieht aus wie die Sahara, das ist echt nicht normal. Also, dass da überhaupt irgendwas wächst, ist voll das Wunder. Also, ich fand, der sah schon, ich habe den schon als Kind als toten Boden betrachtet. Und deswegen möchte ich, wenn, dann fange ich mit einem guten Boden an. Das ist so, also. Da machen wir nicht mit dem toten Boden, sondern wir fangen gut an. Permakultur. Was? Permakultur. Was ist Permakultur? Gute Bohne. Ach, echt? Weißt du, das Ding ist, in ein paar Monaten werde ich wahrscheinlich auch solche Fachworte droppen, wo jeder sagt, hä? Und das ist so toll, weil man dann einfach wieder. Weil, es ist eine ganz neue Welt, die sich mir eröffnet. Und ich finde das so schön, weil
Bisher, und das ist jetzt wirklich kein Witz, habe ich immer gedacht, alles, was ich zu Hause machen kann, ist an der Elektronik sitzen. Und ich weiß, das ist irgendwie komisch, wenn man das so hört, weil das ist. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass man ja auch theoretisch sich da irgendwie, dass man sich eigene Beschäftigung schaffen kann. Und zwar schöne Beschäftigung. Und ich freue mich schon volle Kanne darauf, dass ich bald dann so ein Hochbeet habe. Und dann pflanze ich Karotten für meinen Hasen an, wo ich dann weiß, dass nichts dran ist und dass ich, wo ich weiß, wo die herkommen und alles. Und dann mache ich uns schön Karottenkuchen mit selbstgemachten Karotten. Und all solches Zeug. Und das freut mich schon so voll drauf. Das freut mich schon so voll drauf. Da freue ich mich schon voll drauf. Und ja. Das Ding ist, wenn ihr das Video seht, also für mich ist das jetzt noch ist das noch voll weit weg. Aber wenn ihr das Video seht, ist mein Hochbeet schon viel näher gerückt. Weil dann habe ich bestimmt schon jemanden gefunden, der mir da hilft. Und das Praktische ist, im Notfall kann man ja ein Hochbeet, wenn man es zusammenbaut. Ja, das ist ja eigentlich echt wahr. Wenn ich es zusammenbaue, dann weiß ich ja, wie es zusammengebaut ist. Dann kann ich es auch wieder abbauen und wieder woanders neu aufbauen, ne? Ist viel praktischer, fällt mir gerade auf. Ja. Also, was ich sagen möchte, ist, es klingt jetzt total blöde, weil ich bin 27 und komme erst mit 27 auf den Gedanken, aber ich erweitere meinen Horizont, indem ich einfach mal mein Hobby gewechselt habe. Also, falls ihr in eurem Hobby auch nicht mehr glücklich seid, dann überlegt doch auch einfach mal zu wechseln, weil das kann einem unglaubliche neue Welten eröffnen. Und vor allem, ich sag euch jetzt was, wie hat sich auch eine Welt der Elektronik eröffnet, die ich noch nie zuvor erlebt habe. Und das erzähle ich euch in meinem nächsten Video. Ha! Gut, ne? Nun gut, also dann, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist. Habt ihr Hobbys, wo ihr anfangs gedacht habt, das ist ja ganz einfach und so ganz einfache Wege nur gehen wolltet? Ich habe Hasenhaare in der Nase, tue ich da so, quasi so ein bisschen schnupper. Oder ob ihr da auch schon mal überlegt habt, so nach dem Motto, ja, ich fange jetzt zum Beispiel das Malen an und dann übers Malen seid ihr zum Töpfern, übers Töpfern zur Bildhauerei gekommen oder irgend sowas. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.